Bei unserem Open Project geht es darum, klar und transparent darzulegen, wie sich die bei uns gemeldeten Versicherungsfälle über die Jahre entwickeln. Das gibt uns ein Verständnis dafür, wie wir unsere Versicherungsprodukte noch besser machen können, und es hilft euch dabei, die wirklichen Gefahrenquellen für euer geliebtes Bike zu erkennen und warum eine spezialisierte Bikeversicherung Sinn macht. 2022 haben wir einen Anstieg von 54% bei uns gemeldeten Schadensfällen verzeichnet. Für uns ist das ein großer Erfolg, da es heißt, dass wir noch mehr von euch helfen konnten. Wir schützen auch dieses Jahr wieder mehr Straßenradlerinnen, Mountainbikerinnen und E-Bikerinnen als jemals zuvor. Damit gehen wir unseren Weg weiter und bieten den Radlerinnen dieser Welt ausgezeichneten Versicherungsschutz und beste Kundenbetreuung, besonders im Schadensfall. Und damit rein in die Details. Der Anteil der Schäden, die unterwegs passiert sind, ist im Vergleich zu denen bei euch zu Hause leicht gestiegen, und zwar von 89% im Jahr 2021 auf 91% 2022. Wie erwartet sind Fahrräder unterwegs, also außerhalb eures Wohnsitzes, einem höheren Risiko ausgesetzt wie zu Hause. Diebstahlsmeldungen zeigen einen ähnlichen Trend. Diese machten 2022 rund 30% aller Schadenmeldungen aus. 2021 waren es 29%. Die Zahl der Unfallschäden ging leicht zurück auf 66% und stellen damit nach wie vor einen der Hauptgründe dar, warum eine spezialisierte Fahrradversicherung für Fahrradfahrerinnen relevant ist. Dass Sicherungsbedingungen nicht erfüllt werden, ist nach wie vor eine Hürde. Deshalb haben wir letztes Jahr eine interne Arbeitsgruppe gebildet, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Kommunikation dahingehend zu verbessern. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du dein Bike richtig sichern musst, um unsere Bedingungen zu erfüllen, melde dich gerne jederzeit bei unserem BICMO-Team. Wie auch im Jahr 2021 entfallen rund 65% unserer Schadenzahlungen auf Fahrräder und Ausrüstung im Wert von unter 500 Euro. 20% unserer Ansprüche betrafen Fahrräder und Equipment über 1000 Euro. Egal, ob du dein Fahrrad zum Pendeln oder für den Triathlon benutzt, einfach ein Citybike hast oder mit dem Enduro die Trails runterheizt. Wir sind da, um all diejenigen zu schützen, die Fahrrad fahren möchten. Nicht nur dein Bike wird von deiner BICMO-Versicherung abgedeckt. Fast 70% der Meldungen, die wir erhalten, betrafen Bike-Komponenten, Kleidung und Zubehör und nicht das komplette Fahrrad. Oftmals wird vergessen, wie viel Wert unser Equipment, Kleidung und Schutzausrüstung eigentlich hat. Mountainbikes waren auch im Jahr 2022 mit 34% wieder der meistgenutzte Bike-Typ. Im Vergleich zu letztem Jahr hat der Anteil jedoch erheblich abgenommen. Das E-Bike hat dem klassischen Mountainbike den Rang abgelaufen. Der Anteil stieg von 4% auf 31%. 47% der eingereichten Schäden an E-Bikes waren E-Mountainbikes. Der Bike-Typ Mountainbike bleibt also weiterhin das am meisten genutzte Fahrrad. Wie in den Vorjahren gab es zu Beginn des Jahres eher weniger Schadensfälle. Bald die Temperaturen aber stiegen, also mit Frühlingsbeginn aka Start der Radsaison, stiegen auch die Versicherungsfälle bis September kontinuierlich an. Durch das stetige Wachstum des E-Bike-Sektors wird sich der Abstand zwischen E-Bikes und herkömmlichen Rädern deutlich schmälern. Unsere Schadensstatistik, wie auch die Fahrradwelt, wird sich im Laufe der Zeit verändern. Was jedoch bleibt, ist unsere Mission, die Fahrradfahrerinnen und die Natur, die wir genießen, weiterhin zu schützen.